Du hast gute Urlaubsfotos. Ich zeige dir, wie du sie mit Lightroom verbessern kannst. Die Urlaubszeit geht so langsam zu Ende. Viele von euch waren bereits im Sommerurlaub. Einige von euch werden sich noch im Sommerurlaub befinden. Auf jeden Fall, eins steht fest, ihr habt mit Sicherheit ganz, ganz viele Urlaubsfotos geschossen. Wie du deine Urlaubsfotos jetzt verbessern kannst, werde ich dir jetzt hier in Lightroom kurz zeigen. Vorweg etwas in eigener Sache, da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt den Kanal, nie wieder ein Video von mir verpassen. Dieses Foto ist an der Uferpromenade in Friedrichshafen entstanden und mir fällt sofort auf, dass ich das Foto wohl etwas von unten fotografiert habe. Aus diesem Grund kippt mir alles so ein bisschen nach rechts und nach links weg und das möchte ich jetzt mit dem Transformieren-Werkzeug korrigieren. Im Transformieren-Werkzeug gibt es unterschiedliche Modis und ich wähle mir den Ebenen-Modi direkt aus und ich stelle sofort fest, okay, der Horizont ist super gerade ausgerichtet, die Wasserfontäne kippt nicht mehr so stark nach rechts und auch das Fernrohr kippt nicht mehr so stark nach links ins Bild. Gefällt mir so aber noch nicht, ich mache das nochmal alles rückgängig und klicke auf Aus. Als nächstes wähle ich mir den vertikalen Modus aus, doch da komme ich direkt in Probleme, denn auf der rechten und auf der linken Seite sind keine Bildinformationen mehr im Foto enthalten. Die Wasserfontäne, das Fernrohr und der Horizont sind zwar genial ausgerichtet, doch sobald ich mir den Zuschnitt beschränken lasse, sehe ich von meinem Foto so gut wie nichts mehr. Das gefällt mir alles nicht und deswegen mache ich nochmal alles rückgängig. Als nächstes werde ich den vollen Modi ausprobieren, doch da stelle ich auch wieder direkt fest, dass auf der rechten und auf der linken Seite wieder keine Bildinformationen enthalten sind. Die Wasserfontäne, das Fernrohr und auch der Horizont sind zwar wieder genial ausgerichtet, aber mir gefällt das so alles nicht und werde auch diesen Modi wieder verwerfen. Es muss eine andere Lösung her. Als nächstes möchte ich die neue Funktion mit Hilfslinien ausprobieren. Und werde mir am Horizont eine erste Hilfslinie über den Horizont ziehen, damit der mir hinterher gerade ausgerichtet wird. Danach werde ich an der Wasserfontäne nach oben weg eine Hilfslinie nach oben ziehen und anschließend auf der rechten Seite am Fernrohr eine weitere Hilfslinie. Wir sind gespannt, wie das funktioniert, ob Lightroom mir jetzt in dem Fall bessere Ergebnisse erzielen kann. Ich lasse sie los und stelle fest, auch da habe ich das Problem, auf der rechten und auf der linken Seite habe ich keine Bildinformationen mehr im Foto enthalten. Gefällt mir so nicht, ich mache alles wieder rückgängig, weil wenn ich den Zuschnitt beschränke, sehe ich wieder genauso viel wie vorhin. Am Ende bleibt mir noch der Automodus. Dieser Automodus funktioniert bei diesem Foto komischerweise am besten. Ich empfehle dir, teste die einzelnen Modis an deinen Bildern. Hier wird alles einigermaßen korrekt ausgerichtet. Der Horizont kippt zwar noch ein bisschen nach rechts weg, aber dieses werden wir im nächsten Schritt korrigieren. Um das Foto korrekt auszurichten, klicke ich oben auf das Freistellungsüberlagerungswerkzeug. Dort schnappe ich mir den Winkel und ziehe mir eine Linie von links nach rechts in das Foto rein. Lass das Ganze los, drücke auf Fertig und das Foto ist korrekt ausgerichtet. Im nächsten Schritt möchte ich mir den Bildausschnitt ein wenig beschneiden. Dazu klicke ich erneut auf das Freistellungsüberlagerungswerkzeug und ziehe mir den Bildausschnitt ein wenig von oben nach unten, von links nach rechts und von rechts nach links. So lange, bis die Hauptmotive gut an den Kreuzungspunkten anliegen und klicke auf Fertig. Als nächstes wechseln wir in die Grundeinstellungen. In den Grundeinstellungen werde ich mir die Lichter um die 50 nach unten regulieren, die Tiefen so um die 80 nach oben. Den Weißpunkt werde ich mit gedrückter Alt-Taste ein wenig rausnehmen, um minus 3 vielleicht. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste den Schwarzpunkt ein wenig anheben. Durch das Regulieren der Lichter und den Tiefen habe ich ein wenig an Kontrast verloren. Den Kontrast möchte ich im Foto zurückhaben. Dazu werde ich den Kontrastregler so um die 10 nach rechts regulieren.
Als nächstes wechsle ich in die Objektivkorrektur. Ich zoome einmal direkt in das Foto hinein und erkenne an den Kanten lila und grüne Farbsäume. Diese Farbsäume sind die chromatischen Aberrationen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt hier in dem Video erkennen kannst, aber an den Segeln und an der Wasserfontäne habe ich auf jeden Fall einen lila Farbsaum. Mit Klick auf die chromatische Aberration entfernen Haken werden diese Farbsäume weitgehend herausgerechnet. Unter Umständen kann es sein, dass es bei dir nicht ausreicht, dass die chromatischen Aberrationen mit diesem Haken allein entfernt werden. Dann kannst du dort oben auf manuell wechseln und die Farbintensität der jeweiligen Reglern noch ein wenig verstärken. In den Objektivkorrekturen wechsle ich auf das Profil zurück und werde mir einmal die Profilkorrekturen aktivieren, deaktivieren. Ich möchte herausfinden, wie sich das Objektiv verhält ohne aktivierte Profilkorrekturen. Ich schalte die Profilkorrekturen wieder ein und wieder aus, wieder ein und wieder aus. Du erkennst sofort, wie sich der Horizont auf der rechten und auf der linken Seite nach oben hin wegwölbt. Man sieht aber auch, dass die natürliche Vignettierung des Objektivs gar nicht so schlecht ausgesehen hat und die möchte ich mir wieder zurückholen. Das erreiche ich über die Vignettierung hier unten, indem ich den Regler auf 0 zurückziehe. Damit das Foto ein wenig saftiger aussieht, wechsle ich auf HSL und werde die Luminanz bei Blau um die 25 nach unten regulieren. Im gleichen Zug werde ich die Sättigung bei Blau um die 20 anheben, bei Aquamarin auch um die 20, bei Grün, bei Gelb, bei Orange und bei Rot ebenfalls. Die ganzen Werte immer so um die 20, man sollte es nie übertreiben. Was mich an diesem Foto jetzt noch besonders stört, ist, dass der Himmel auf der linken und auf der rechten Seite heller ist wie in der Mitte. Aus diesem Grund wechsle ich oben auf das Radialfilterwerkzeug und klicke dort einmal mit gedrückter Shift-Taste auf Effekt. Damit werde ich mir erstmal alle Werte auf 0 zurücksetzen und ziehe mir dann einen großflächigen Radialfilter über das Foto. Ungefähr so. Vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Es kann ruhig über... stehen. So, und dann musst du gleich sehen, was jetzt hier passiert. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Ich werde auch die Klarheit ein wenig nach oben regulieren, den Dunst entfernen auch minimal und oben die Belichtung noch so um die 2 Blendenstufen rauf regulieren. Ungefähr so. Hey, das ist der absolute Hammer. Durch das Hochregulieren der Belichtung habe ich jetzt ein wenig Korn im Himmel erhalten. Den möchte ich mir rauszeichnen, indem ich beim Rauschen den Wert so um die 50 nach rechts anhebe. Gefällt mir noch nicht so richtig, ich riskiere es und werde auf 75 hochgehen. Ich klicke auf Fertig. Es wird Zeit für einen Vorher-Nachher-Vergleich. Also jetzt schauen wir her. So sah das Foto vorher aus und so sieht es jetzt aus. Wir haben mit minimalen Anpassungen schon ein wirklich tolles Bild geschaffen. Ich schnapp mir ein Pinselwerkzeug und klicke als allererstes auf Effekt mit der gedrückten Shift-Taste, damit ich alle voreingestellten Werte auf 0 zurücksetze. Ich möchte mir hier im Hintergrund an der Bergkette den Dunst rauszeichnen. Wir hatten eine relativ gute Sicht auf den Xanthis und es wäre doch aber jetzt noch viel, viel schöner, wenn wir das noch ein bisschen verstärken könnten. So, ich werde mir den Dunst Entfernregler so um die 50 nach oben schieben, vielleicht auch nur 40, man kann es später immer noch anpassen und werde jetzt ganz vorsichtig an der Bergkette den Dunst rausregulieren. Wichtig ist, dass du die weiche Kante ziemlich hoch machst und den Fluss auf 100% und vor allen Dingen automatisch maskieren. Danach werde ich mir noch die Lichter ein wenig nach unten ziehen, die Tiefen dementsprechend aufhellen, den Weißpunkt neu setzen lassen, den Schwarzpunkt nach unten regulieren und mir den Kontrast ein wenig zurückholen.
Die Klarheit werde ich ein wenig nach oben regulieren. Und die Sättigung werde ich deutlich anheben. Ich klicke auf Fertig. Schauen wir uns jetzt einmal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Es ist zwar schon ganz toll, aber ich finde, hey, da geht noch mehr. Ich schnapp mir ein weiteres Pinselwerkzeug, denn ich möchte das Fernrohr ein wenig goldiger darstellen. Die Farbtemperatur in dem Fernrohr werde ich deutlich ins Warme regulieren. Dazu klicke ich jetzt als allererstes auf Effekt mit der gedrückten Shift-Taste, damit ich alle vorherigen Werte auf 0 zurückreguliere und erhöhe mir die Temperatur so um die 50. Danach beginne ich ganz vorsichtig, mir das Fernrohr wärmer zu gestalten. Das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Wenn du wissen möchtest, wo du bereits überall gemalt hast und wo noch Stellen sind, die von den Korrekturen noch nicht betroffen sind, erhöhe einfach die Belichtung. Dann siehst du sehr deutlich, wo überall schon korrigiert worden ist und wo du noch nachkorrigieren musst. So, da das jetzt hier eine Weile dauern wird, bis das alles ausgemalt ist, melde ich mich wieder zurück, sobald ich mit der Korrektur fertig bin. Puh, das ist ein ganz schönes Stück Pinselarbeit. Je genauer du mit dem Pinsel arbeiten wirst, desto besser werden deine Ergebnisse. Okay, als nächstes werde ich mir die Lichter ein wenig nach unten regulieren, die Tiefen ein wenig nach oben, die Standardentwicklungen einfach noch einmal durchführen, den Weißpunkt neu setzen und den Schwarzpunkt nach unten regulieren. Den Kontrast werde ich mir wieder ein wenig zurückholen. Und noch ein wenig die Temperatur nach oben korrigieren, sodass es richtig schön goldig glänzt. Es wird Zeit für einen Vorher- und Nachher-Vergleich. Auf der linken Seite siehst du das Bild, wie es ursprünglich out of cam rausgekommen ist. Auf der rechten Seite, das haben wir bis jetzt geschaffen. Man braucht dem rechten Foto nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach genial geworden. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Schärfen in Lightroom. Die Schärfe kannst du nur dann richtig beurteilen, wenn du eine 100% Ansicht von deinem Foto vor dir hast. Aus diesem Grund zoome ich einmal in die 100% Ansicht hinein, um mir einen Überblick über das aktuelle Rauschen und über die Schärfe zu verschaffen. Anschließend klicke ich auf den Details-Reiter und werde mir den Betrag bei Schärfen um 80 nach oben regulieren. Den Radius werde ich auf 0,8 setzen und die Details werde ich auf 40 setzen. Maskieren tue ich mit gedrückter Steuerungstaste, dass nur noch die Bereiche weiß sind, die hinterher geschärft werden sollen. Du weißt, alles was schwarz ist, wird nicht geschärft, alles wo weiß ist, wird nachgeschärft. Okay. So ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. So gefällt es mir. Ich lasse die Steuerungstaste los und zoome wieder in die 100% Ansicht in mein Foto hinein. Beim Rauschen gilt das Gleiche. Nur in einer 100% Ansicht kannst du das Rauschen wirklich beurteilen. Von daher werde ich jetzt das Luminanzrauschen so um die 50 nach oben regulieren, weil wir ja doch ein ziemlich hohes Korn im Foto enthalten haben durch die ganzen Korrekturen, die wir im Vorfeld gemacht haben. Macht nichts, wir bekommen das weitgehend wieder raus. Die Details werde ich auf ungefähr 75 nach oben regulieren und auch beim Farbrauschen werde ich die Regler auf 50 anheben und die Details werde ich mir um die 75 zurückrechnen lassen. Da oben befindet sich jetzt noch ein kleiner weißer Fleck, den möchte ich raushaben. Das ist überhaupt kein Problem. Du schnappst dir das Bereichsreparaturpinselwerkzeug und ziehst dir den Radius ungefähr in der Größe auf, wie der Fleck selbst ist. Danach machst du einen kurzen Klick
auf die Stelle, die du repariert haben möchtest. Photoshop rechnet jetzt relativ zuverlässig den Bereich aus und der Fleck ist nach kurzer Zeit verschwunden. Anschließend klickst du auf Fertig und das war's. Schauen wir uns dieses Foto noch einmal im Vorher- und Nachher-Vergleich an. Auf der linken Seite befindet sich das Bild, so wie es out of cam herausgekommen ist. Auf der rechten Seite ist das Foto, wo wir jetzt mit Lightroom entwickelt haben. Und dem rechten Foto gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wer jetzt sagt, das linke Foto ist schöner, dem kann ich dann auch nicht helfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig vermitteln, wie ich meine Urlaubsfotos bearbeite. Ich hoffe, du kannst so viel mitnehmen, dass du jetzt auch deine Urlaubsfotos anhand diesem Video verbessern kannst. Wenn dem so ist, zeig mir deine Ergebnisse auf meiner Facebook-Seite. Die URL dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Folge mir auch auf Facebook. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere coole Videos von mir. Check diese auch aus. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Bei Fragen und Anregungen gerne unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach gute Fotos. Ciao, bis zum nächsten Mal.